passenden Spielverlagerung eins. In dieser Übung trainieren wir Finden zur Verlagerung des Spieles bei seitlichem Anspiel und Standtricks. Dazu benötigen wir eine Raute mit der Seitenlänge von ca. 5 Metern und 3 Spieler. Zwei Spieler starten unten und einer oben. Der erste spielt den oberen Spieler flach an. Dieser lässt den Ball seitlich neben das Hütchen prallen. Im Lauf führt der Spieler nun eine Schussfinte durch, um das Spiel zu verlagern. Nun stellt er fest, dass die Verlagerung keinen Sinn mehr macht und wechselt erneut die Seite per Sohlenwende und spielt den Spieler unten an. Dieser stoppt den Ball seitlich und führt knapp vor dem attackierenden Spieler einen Fußwechsel durch. Nun beginnt der Ablauf von neuem. Variante. Jetzt führt der Spieler zunächst eine Sohlenwende und anschließend eine eingesprungene Schussfinte durch, bevor er den Spieler anspielt. Dieser lässt den Ball nun auf ihn zurückprallen. Jetzt führt er die Ballano-Mitnahme rausdrehen mit rechts durch und kontert diese umgehend mit einer Sohlenwende mit links. Bitte beachten Sie, dass letztere technische Kombination im Sinne des Spieles keinen Sinn macht und nur der technisch-koordinativen Verbesserung des Spielers dient. Anschließend spielen die beiden einen Doppelpass um das Hütchen.